Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu der Fraktion Die Linke. Herr Udo Wolf, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ganz offensichtlich gibt es ja bei der Einrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte Streit zwischen SPD und CDU zu den Standorten, offensichtlich auch zu unabgestimmten Vorgehen zwischen den Verwaltungen und Chaos in der Kommunikation. Ich frage den Senat, wie der regierende Bürgermeister dieses Hickhack mit Blick auf die Akzeptanz der Berlinerinnen und Berliner bewertet. Verstärkt das nicht den Eindruck, Teile des Senats wollen es gar nicht schaffen? Herr regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Wolf, wie Sie wissen, können Sie nur den Senat fragen und nicht einzelne Senatsmitglieder. Aber gleichwohl antworte ich natürlich sehr gerne, wenn Sie mich direkt ansprechen. Und ich weise diese Unterstellung, die in Ihrer Frage mitschwingt, natürlich zurück, weil es falsch ist zu glauben, dass man erstens mit dem ganzen Thema der Flüchtlingsaufnahme und Unterbringung parteipolitisch punkten kann. Und zweitens, dass das jemand im Senat tun will, sondern wir haben uns gemeinsam dieser großen Herausforderung gestellt. Es ist eine Herausforderung, eine Mammutaufgabe, die man auch nicht kleinreden darf. Und wir haben das hier im Parlament auch als Senat oft selbstkritisch deutlich gemacht, dass auch nicht immer alles sofort gelungen ist, aber dass Schritt für Schritt die Situation deutlich verbessert werden konnte. Sowohl was die Situation am Lageso anbelangt, als auch was Unterbringungsfragen anbelangt, als eben auch medizinische Versorgung und. Und Sie sehen schon alleine an diesem kleinen Themenausschnitt, dass es ein ressortübergreifendes Arbeiten im Senat gibt und dass wir gemeinsam an dieser Aufgabe eben auch arbeiten und sie jeden Tag auch ein Stückchen besser bewältigen. Ich will aber nicht verhehlen, dass wir uns auch jetzt in diesen Zeiten als Senat schon darauf vorbereiten wollen, dass es auch wieder andere Zugangszahlen geben kann. Wir reden ja im Moment über viele Themen in einer Situation, wo um die 170 Menschen pro Tag zusätzlich in unsere Stadt kommen. Das sind über den Monat gesehen im Übrigen auch schon 5.000. Aber es können auch wieder andere Zeiten kommen, wo 600, 700 pro Tag kommen. Und ich möchte gerne, und das wird auch unterstützt von den Senatskollegen, dass wir uns genau auf diese Situation vorbereiten. Deswegen ist es uns so wichtig, was der Finanzsenator gerade vorgestellt hat, dass wir gemeinsam mit dem Rat der Bürgermeister, mit dem Parlament auch schnelle Entscheidungen treffen können zur weiteren Einrichtung von Containerbauten oder modularen Unterkunftsmöglichkeiten. Herr Kollege Wolf, für eine Nachfrage, bitte schön. Dankeschön, Herr Präsident. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Finanzsenator ja die Liste zur Flüchtlingsunterbringung mit den demokratisch legitimierten Bezirksvertretern besprochen. Jetzt lese ich in der Zeitung, dass heute am Rande des Plenums nochmal mit CDU-Abgeordneten die Liste diskutiert werden soll. Ist jetzt damit zu rechnen, dass die Liste aufgrund von CDU-Wahlkreisinteressen geändert wird? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Wolf, diese Liste wird weder aufgrund von einzelnen individuellen Wahlkreisinteressen verändert, noch auf besonderen Wunsch und individuellen Problemen, die es auch in einigen Bezirken vielleicht gibt. Was aber völlig legitim und richtig ist, dass gewählte politische Vertreter, egal ob es Bezirksbürgermeister oder Stadträte sind, Senatsmitglieder oder Abgeordnete, sich angucken, ob die Umsetzung der vorgeschlagenen Standorte mit allem, was dazugehört, einer entsprechenden Infrastruktur, einer Sozialverträglichkeit, einer Belastungsaufnahmefähigkeit in den einzelnen Quartieren gegeben ist oder nicht. Dazu gibt es einen Austausch. Das finde ich ist nicht nur legitim, sondern es ist dringend erforderlich, auch sich genau anzugucken, an welchem Standort kann man was machen. Eins will ich in aller Klarheit aber auch sagen. Diese Kommunikation findet seit Wochen und Monaten statt, einzelner Senatsmitglieder mit Bezirksvertretern und auch Abgeordneten. Es gibt nur mitunter ein, wie ich finde, ein Missverständnis, dass einige der Meinung sind, Kommunikation hat immer nur dann stattgefunden, wenn ihren Ansprüchen Genüge getan wurde. Das ist falsch. Das ist falsch. Es muss mitunter ein Kompromiss gefunden werden. Oder man kann auch auf den einen oder anderen Standort vielleicht verzichten, weil sich in der Diskussion herausgestellt hat, dass es wirklich nicht gut ist, dort etwas umzusetzen. Das mag sein. Aber es muss auch erlaubt sein, und das Thema hatten wir schon an anderen Stellen, Herr Abgeordneter Wolf, dass aus einem
gesamtstädtischen Interesse heraus, aus einer gesamtstädtischen Schau auf dieses Problem, dann auch der Senat eine letztinstanzliche Entscheidung trifft und sagt, an diesen und jenen Stellen muss gebaut werden, damit wir Menschen gut unterbringen können und sie nicht in Zelten oder sonst wo unterbringen müssen. Das ist die Verantwortung des Senats und der stellen wir uns auch. Vielen Dank.